Dann geht er auf dem Fenster ins Schlafzimmer und manchmal fadelt er mit dem kleinen Zeher so am Hax vom Nachtkastelein. Na, hier ist ein Tupfenschlag. Da wollte er nicht schreien, weil der will mich ja nicht aufwecken. Der meint, ich schlaf schon. Und dann höre ich, wie er den Schmerz so nach innen so wegschnauft. Da habe ich mir fast meinen Kopfkissen zusammenbissen. Ja, weil wenn ich lache, wenn er Schmerzen hat, das mag er überhaupt nicht. Boah. Das hasst er. Ja, das. Manchmal bei der Arbeit, in der Werkstatt oder so, wenn ich zufällig dabei bin, wie er sich verletzt, da laufe ich sofort nach dem Verbandskasten. Ich habe jetzt einen Verbandskasten extra im Keller deponiert, dass ich noch ein bisschen Puffer habe, dass ich mich wieder einigermaßen beruhigt habe, bis ich wieder oben bin. Ich will doch gar nicht lachen. Na? Ich weiß genau, dass es sehr weh tut und dass es gerade überhaupt nicht lustig ist, aber mein Körper lacht von selber. Manchmal, wenn es die Kinder beim Radl schmeißt, dann zeigst du mir.